Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind heute wieder nochmals auf unserer Baustelle in der Schweiz, auf einer meiner Hobby-Lieblingsbaustellen, muss ich ehrlich sagen. Hier bauen wir ein altes Haus um und wir wollen mit diesem alten Haus jetzt nicht einen Abriss machen, sondern wir wollen dieses Haus eigentlich wieder neu gestalten. Wir haben euch schon ein Video gedreht vom Dach innen, von den Dachfenstern. Das habt ihr ja alles schon eingestellt, das seht ihr ja alles schon. Jetzt wollen wir uns mal über das Vordach ein bisschen unterhalten. Ein Haus braucht ein Vordach. Alles, was wir nicht windgeschützt haben und nicht regengeschützt haben, wird nicht funktionieren. Diese Wände werden noch mit Holz aufgekleidet und werden auch noch eine Dämmung aufgebaut werden. Da seht ihr etwas ganz Spannendes. Seht ihr, da ist eine Berner Rüde drin gewesen. Also das ist dieser Korbbogen, den ihr immer seht an den Häusern. Seht es auch hier jetzt noch im Bild, wie das aussieht mit so einem Korbbogen, wie das früher ausgesehen hat. Und den wollen wir eigentlich so, glaube ich, nicht mehr gestalten. Aber dann müssen wir aufpassen, was wir hier machen. Also wenn wir uns hier jetzt diese Verbauung nicht mehr reinbauen und einsetzen, dann haben wir ja hier praktisch unser Unterdach, das da mit durchgeht, komplett. Und auch muss dann hier die Dämmung mit eingesetzt werden. Dann müssen wir die Konsequenz machen, dass wir über diesen ganzen Bauteil hier praktisch die Dämmung von innen nach außen mit rausziehen, weil sonst kriegen wir das Problem, dass wir hier im unteren Bereich Kondensat bekommen und dann tropft es uns hier und gehen uns hier die Bretter kaputt. Das wollen wir nicht haben. So, und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir mit diesen Sturmseiten? Die sind ja früher gerade mit dieser Rüde sind die abgedeckt gewesen und das haben wir ja jetzt nicht mehr. Und da werden wir, das seht ihr jetzt hier im Foto, werden wir Opferhölzer einbauen. Und Opferhölzer, das sind Hölzer, die wir hier da wird hier ein Grundlager aufgesetzt, das oben eine Schräge hat, wo das Wasser ablaufen kann. Und dann wird ein senkrechtes Brett mit Längsholz aufgesetzt, das hier in einem Wasserlauf dann wieder abtropft. Und dazu haben wir dann hier unsere Fensterläden, wo wir nachher noch hinbauen. Da sind ja die alten Lager noch drin. Und die wollen wir dann neu setzen und möchten die auch neu gestalten und wieder auf unsere schöne neue Wand aufsetzen. So, das Ganze muss euch im Klaren sein. Der Spruch des Bauens heißt immer, Wasser weg vom Bau. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, Vordächer zu bauen und wenn ihr nicht in der Lage seid, Abtropfkanten zu bauen, dann habt ihr dieses Problem, dass ihr diese Häuser nicht pflegeleicht halten können. Und der Grundsatz ist, ich war letzte Woche in Estland oben, was heißt diese Woche, war ich schon in Estland oben und zurückgereist, dort haben wir Holzhäuser gebaut. Und dort seht ihr auch Videos, die ich euch gedreht habe, wo es heißt, wir müssen schauen, dass wir Häuser bauen in der heutigen Zeit, die wir auch pflegen können. Denn das nutzt uns nichts, wenn wir hier jetzt ein Paket draufhauen mit 24 cm Polyurethan-Dämmstoff beispielsweise und ein hochgedämmtes Haus bauen, wenn wir dann den Kompromiss haben, dass unsere Fassaden nach 5 Jahren versagen und wir müssen dann wieder sanieren. Das sollte so nicht sein. Und da könnt ihr im Baufachforum Fassaden sehen, die nach 2 bis 5 Jahren quasi schon komplett abgesoffen sind und nicht mehr funktionsfähig sind. Und drum müsst ihr auch eines denken, unsere Baustelle hier gehört ja zu Bosik-Abdichtungen irgendwo dazu. Bosik-Abdichtungen könnt ihr hier überall mit verarbeiten, ob es Fasatan oder das Fasatyl verarbeitet. Das seht ihr jetzt hier nochmal in den Bildern, wie das aussieht und was das für Teile sind. Könnt ihr dann quasi im Innenbereich und im Außenbereich Abdichtungen machen, damit ihr hier keine Konfektions- und auch keine durchgehende Luftbewegungen haben, die Kondensat bildet. So, das war's vom Vordach momentan. Aber ihr seht, es ist natürlich wunderschön gemacht, dieses Vordach mit den Schiftern aufgesetzt. Und das möchte man natürlich so wieder irgendwo beibehalten, dass das am Ende wieder so aussieht. So, ich verbleibe jetzt mal mit den besten Empfehlungen. Euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger.